Kamera aus. Später mache ich die vielleicht an. Ich weiß aber nicht, wann ich es mache. Weil ich habe jetzt Besuch da und auf jeden Fall, let's go und viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Ich kann es leider nicht zeigen jetzt. Unter mir irgendwo abonnieren und ja, das war mein Video, okay? Perfekt. So, okay, ich bin natürlich auch am Start. Ich bin natürlich auch im Chat. Perfekto. Jawohl. Das ist super. Justin noch da? Ja gut, okay. Justin wird zu denken, der und sein scheiß Livestream immer. Ne? Ja? Ja, siehst du? Aha. Ich will viele Abonnenten haben, nur zur Info, gell? Spaß. Nein. So. Aber es kann. Trinken ist auch am Start, perfekt. Oder? Nee, noch nicht halt. Muss man trinken? Muss man trinken, nur? Da ist es. So. Schaust du noch? Ja, gut, okay. Warum redest du nicht? Mann! Alter Schwede. Warum redest du nicht? Ja, du! Wer denn sonst? Ach du! Servus! Psst. Das Spiel, wo der Doktor. Leiser jetzt! Alter! Das kennst du, was machst du mit dem Lenker? Ja, Leute, ist klar, okay, alles ist nicht auf. Das ist Dr. Leiser. Immer noch. So Leute, let's go und wir starten wieder hier mit mein Kumpelchen Scheiße. Natürlich starten wir mit auf Streife bzw. auch kleinere Missionen und let's go. Hier ist der Hans schon wieder. Hallo Hans. Ich bin Wolfgang natürlich, ne? Wolfgang ist auch am Start, perfekt. Ja, schreibt am besten in die Kommentare, wie ich meinen Charakter nennen soll. Am besten. Ich wäre für Wolfgang. Wenn ihr aber einen anderen Namen habt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Ich kann das natürlich meinen Account nicht wollen. Und ja, erstmal muss ich nicht anmachen. Dankeschön. Genau. Also, einfach in die Kommentare schreiben, wie ich meinen Charakter nennen soll. Also den Hans oder. Ja, nee, halt nicht, ne? Also mein Charakter, der wo am Steuer ist und den Beifahrer, wie es gehen soll. Ne? Achso, der heißt ja Hans Mars, ne? Naja. Wir haben einen leichten Auf. Wir werden natürlich wieder die, auf jeden Fall werden wir jetzt wieder, danke. Auf jeden Fall werden wir jetzt wieder die Notlandung machen. Das ist eine neue Mission, wo wir noch machen. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt diesmal. Ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung gehabt, weil ich habe es oft irgendwie verkackt. Warum weiß ich nicht. Später heute Abend werde ich wahrscheinlich GTA streamen. Ich weiß nicht, ob ich es mache. So, können wir einmal hier lang. Ja gut, so parkt die Polizei perfekt, ne? So parkt die Leute perfekt, ne? Einfach mal ans Auto ran parken, fertig. Ja gut, okay. Typisch, Franz, ne? Aber okay. Ja gut, ich. Obwohl, ja, ich nehme den Franz, genau. Franz, okay. Ah, nee, ich nehme Franz. So. So, Franz. Das ist der Herr. Was ist? Ich habe einen sehr dringenden Einsatz für euch. Ein kleines Flugzeug muss notlanden. Oh, ein kleines Flugzeug. Bis zum nächsten Flughafen schafft es das nicht. Daher muss es auf der Autobahn landen. Langsam, ne? Alles weitere, wenn ihr im Auto seid. Los, gebt Gas. Wir machen uns sofort auf den Weg. Ja, natürlich nehmen wir den an, ne? Wir sind ja auch professionell, oder wie auch der Kack heißt hier. So, okay, let's go. Und jo, wir rennen gleich mal hin. Das Auto steht noch perfekt. Perfekt. Wow. Einfach mal schön parkieren, ne? Alles klar. So. Wir suchen, wie wir es geparkt haben. Jetzt werden wir sofort blaulicht. Und wir gehen ja natürlich auch. Wir wissen, dass der Bekannte Staatsbord ein breites Stück unserer Autobahn. Es wird noch einen Wagen für
Sackgasse zu der Mann. Also Leute, ich hab's gesagt,
Ja, gut, Leute, alles klar, ne? Erster Lot. Wieso kommen jetzt? Hä? Oh mein Gott, alles klar. Na gut, erstmal hier einmal fliegen lernen, ne? Für uns. Ist auch gut. Was der LKW-Fahrer hier macht, ist die zweite Frage. Warum er irgendwie relativ stumm. Aber okay, naja, okay, wir reden jetzt von Hey, Typen. Alles okay bei Ihnen? Naja, da schaffe ich eine Notlandung auf einer Autobahn und bringe die Maschine heile runter. Da fährt mir ein LKW hinten rein. Sie hatten zweimal großes Glück. Alles andere kann man ersetzen und... Ja gut, wir haben... Oh! Feuerwehr rufen natürlich auch an. Das klingt wie Menschen. Wir müssen das schnell öffnen. Das kommt definitiv aus dem Container. Öffne den Anhänger. Wo denn? Hier. Und da. Okay, gut. Ja, gut. Ja, gut, Leute, wir haben jetzt... Gott. Leise! So, Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben jetzt hier die Notlandung gemacht, endlich. Notlandung steht hier vor. Immer noch ein Daumen. Wo ist der zweite Daumen? Ach Gott. Sprich mit LKW-Fahrer. Na gut, da werde ich mal mit denen reden. Wie auch immer durchkommt, ist die zweite Frage. Ne? So, die Herren, ne? Na gut. Ah, Sie sind wieder wach. Lassen Sie sich kurz durchchecken und dann fahren wir zur Wache. Wir haben jetzt einen Schock bekommen mit den LKW-Fahrern. Wir haben dann noch einige Fragen an Sie. Wo an der sich ja, aber natürlich. Na gut, okay, der wird erstmal verhaftet. Warum weiß ich es nicht irgendwie? Was? Oh. Ja gut, wo ist das? Wo ist der Kiste? Alles gut? Okay. Ja gut, okay, Aufgabe ist erledigt. Ne? Hä? Ja gut, Aufgabe ist hiermit erledigt, ne? Wo das Flugzeug auch immer ist, ist die zweite Frage. Kann ich nicht sagen. Ich will jetzt erstmal den Verkehr fließen lassen. Ich will jetzt erstmal hier schnellstmöglich hier Zeit machen. Wollt ihr jetzt weiterfahren? Oder nicht? Soll ich verarschen? Hallo? Nein? Warum? Warum nicht? Warum will ich dich verarschen, hä? What the fuck? Hä? Das ist scheiße. Einfach ausrufen, Zeichen PSN in die Kommentare schreiben, dann könnt ihr auf meine FL landen. Falls ihr wollt, auch natürlich müsst ihr mir eine FL, FA senden. Ich werde keine rausschicken. Ich kann einfach keine Karte machen. Einfach ausgezeichnet bis End und ja, da sind wir schon. An alle Fahrzeuge, wir haben einen Auffahrunfall mit zwei PKW. Wagen 2, könnt ihr übernehmen? So. Na gut. Ich würde mal sagen, let's go. Wagen 2, wir machen uns auf den Weg. Habt ihr verstanden, Wagen 2? Ja, ich schicke euch die Koordinaten auf euer Navigationssystem. So, jetzt leise, ich muss den verhören. Also verhöre Verdächtigen. Ja gut, okay. Mach gerne. Ich renne also gegen Tisch, geil. So, Herr Schmidt. Leise! Wenn Sie sich sicher vorstellen können, Leise jetzt. Haben wir einige Fragen. Hör auf! Fragen Sie nur. Mein Anwalt hat mir geraten, Ihnen zu antworten. Das ist sehr vernünftig. Wer ist Ihr Auftraggeber? Oder arbeiten Sie auf eigene Faust? Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich sowas von selbst tun würde. Nein, tue ich nicht. Also? Sie können mich alles fragen, aber zu dem Thema sage ich nichts. So, sagen du Sie gehst gleich raus. Wohin diese Menschen gebracht werden. Nein. Hör auf ranzuspielen. Hast du gehört, Timmy? Hör jetzt auf ranzuspielen. Hallo? Hör einfach auf ranzuspielen, verstanden? Leck mich im Arsch, Alter, ohne Witz. So, das lässt du jetzt einfach. So,
Gut, Leute, ja. Wussten Sie, was Sie in dem LKW transportiert haben? Ja. Sind diese Menschen Flüchtlinge? Ja. Wissen Sie, woher diese Menschen kommen? Weiß ich nicht. Ich übernehme immer nur den Container. Haben Sie eigentlich gar kein Gewissen? Hat es Ihnen nichts ausgemacht, diese Menschen wie Tiere einzupferchen? Leiter! Doch, natürlich. Aber es gibt gutes Geld. Und wenn ich es nicht mache, dann macht es jemand anderes. Außerdem sind meine Kollegen noch rücksichtsloser. Ihr geht gleich rüber. Auf mein Bett. Habe ich Sie da richtig verstanden? Es sind mehrere Fahrer unterwegs? Ja. Ich nehme an, Sie schweigen auch zur Identität der anderen Fahrer? Selbst wenn ich wollte, ich kenne die anderen nicht genauer. Sie werden sich für Ihre Taten verantworten müssen. Ich werde aber weitergeben, dass Sie halbwegs kooperativ waren. Na gut, okay, wir müssen Herr Becker informieren. Sie kommen natürlich erstmal. Sie bleiben erstmal hier, ne? Alles weitere klärt sich von selbst. Ja gut, okay. Herr Becker, ich muss dich schnell dringend Ressort sagen, nicht was? So, da ist der Klatzenkopf. Hallo Klatzen. Hallo Klatzbär. Sie haben wichtige Neuigkeiten? Ja, Chef. Wie es aussieht, wird Menschenschmuggel im großen Stil auf unserer Autobahn durchgezogen. Durch puren Zufall haben wir eben einen LKW voll mit Flüchtlingen gefunden. Der Fahrer wollte zwar keine Namen nennen, aber er sagte auch aus, dass es kein Einzelfall ist. Da sind noch mehr LKW mit Menschen unterwegs. Wir müssen diese unmenschlichen Transporte so schnell wie möglich stoppen. Ich denke, wir holen unsere Kollegen vom Zoll mit an Bord. Hey, einer der Donutshops wird gerade überfallen. Macht, dass ihr da hinkommt, solange der Täter noch vor Ort ist. Worauf wartet ihr noch? Hände waschen, sofort! Die genauen Koordinaten habt ihr, wenn ihr im Auto seid. Ich schick sie euch fix rüber. Schon Hände waschen! Hör auf! So, der Donut-Überfall. Wo er auch immer ist, gute Frage. Alles gut, Leute. Jetzt müssen wir auf jeden Fall schnell mit Einsatzkräften vorrücken. Ich hoffe mal, die Leute sind dort und da wir schnell sein müssen. Nehmen wir uns das Auto, weil es eigentlich schneller ist. Leiser! Leiser! Mein Gott, Alter. So, Leute, okay, das ist alles ein bisschen knapp. 80 Meter weit. Und hier mit uns. Das ist ein Wetter. Wir können bewachen. Wir müssen Ich werde erstmal meinen. An alle
Einsatzfahrzeuge. Ne? Wir haben ein verdächtiges Fahrzeug. Nee. Es soll Schlammlinien fahren. Wer von euch ist in der Nähe und kann sich das mal anschauen? So, Hans. Ich bin der Frank. Leiser! Hier Wagen 11. Nein, leiser jetzt. Keine Ahnung. Ey, du gehst gleich raus. So, die Herren, ne? Bei Ihnen ist alles gut? Alles gut. So, da er ein Donut überfallen ist, werde ich mir einen Donut schnell kaufen, dass der auch nicht überfallen wird. So, ein Donut bitte, hallo. Hallo, könnte ich bitte einen Ihrer himmlischen Donuts bekommen? Hier, ein leckerer Donut zum Genießen. Danke sehr. Oh, danke schön. Oh, gut, gut. Okay, wir haben jetzt einen Donut gekauft, ne? Perfekt. Ja gut Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben einen Donut schon gekauft, falls der auch noch ausgeraubt wird, wir wissen es nicht, aber okay, naja, egal. Wir werden jetzt uns den Donut schnappen. Warum Donut geklaut werden, das weiß ich leider nicht. Also entweder den Bunny hier holen oder so. Hey, einer der Donut-Shops wird gerade überfallen. Macht, dass ihr da hinkommt, solange der Täter noch vor Ort ist. Worauf wartet ihr noch? Los! Die genauen Koordinaten habt ihr, wenn ihr im Auto seid. Ich schick's euch fix rüber. Schon unterwegs. Natürlich werden wir den Auftrag annehmen, da wir Donut gegessen haben gerade. Let's go und ja. So, wir werden das natürlich in unser Streifenwagen schnell. So, die Herren, ne? Bei Ihnen ist alles gut, oder? Gut. Wir müssen jetzt leider los. Ich habe einen Unfall, wir sind
hoffe, der hat auch einen Donut für mich. Okay, also wir sind in der ersten guten Lage. Danke, ich schicke euch die ungefähren Koordinaten auf euer Navi. Oh fuck. Ja gut, okay. Ah, okay. Jawohl, okay. Sie sind verhaftet. Gut, wir haben den Täter erfasst. Ja gut, das haben wir jetzt... Vor allem, wir haben jetzt einfach mal hier... wo ist das Auto eigentlich hin? Soll ich? Ich würde nicht sagen, wo ist das Auto? Hä? Oh, da unten. Oh, da vorne. Da vorne ist das Auto, okay. Ja gut, das ist auch mal wieder eine Fragwürdigkeit, ne? Dass die meisten uns wieder farbig tun. Gut, wir haben jetzt den Täter erfasst. Wie schnell das sein kann, ist die zweite Frage. Eigentlich müssen wir normalerweise schießen oder so. So, der Herr, ne? Haben Sie einen Donut für mich? So, bevor ich gehe. Ich möchte bitte einen Donut. Hallo. Hallo, könnte ich bitte einen Ihrer himmlischen Donuts bekommen? Ja, ein leckerer Donut zum Genießen. Ah, danke schön. Extra für den Raubüberfall, ne? Ja gut, okay. Das war's mal wieder. Hier geht es. Wir gehen zur Wache natürlich. Oh. Auf jeden Fall für die Polizei wird es nicht kosten, das ist definitiv sicher, weil wir im Einsatz sind. So, der Herr, ne? Auf ihn kommt einiges zu. Sie können sich natürlich auch einen Rechtsanwalt holen, falls sie sich einen leisten können. Sie werden natürlich vorläufig erstmal festgenommen, wegen schweren Raub. Das heißt, so in der Art, weil sie einfach Donuts klauen wollten, egal was, ne? Das ist dann schwerer Raub. Und deswegen auch nicht stolz. Deswegen werden sie jetzt auch noch kommen. Können sie schweigen oder ich kann natürlich auch aussagen. Jetzt aber kann ich natürlich auch nicht dafür. Wagen 2, Herr Schneider. Geht gleich darüber bitte. Rüber jetzt. Simi, du auch. Bisschen leiser. Ich
Ja gut, ein bisschen Geisterfahrer spielen, ne? Thank you.
Rettungsklasse bin. Danke. Und alle Fahrzeuge, wir haben einen Auffahrunfall mit zwei PKW. Wagen 2, könnt ihr übernehmen? Natürlich müssen wir jetzt erst warten. Wagen 11, bitte kommen. Wagen 11 hier, was gibt's? Bei dir in der Nähe gab es einen Unfall. Zwei Lastwagen sind beteiligt. Soweit wir wissen, gibt es keine Verletzten, aber Ladung auf der Fahrbahn. Verstanden. Hör jetzt auf! Informationen, was geladen wurde? Ey, ist das gut? Mindestens einer der beiden LKW hat Teddybären geladen. Also wenn das der Fall sein soll. Zentrale, kannst du das wiederholen? Ja. Das klang mir gerade, als hättest du Teddybären gesagt. Ja. Okay, wir sind gleich da und schauen uns das mal an. So, wir werden jetzt natürlich in Hand. Ach so, wir müssen da liegen. Dann sag ich das ja gleich, Mann. Ich dachte so. So, okay, ja gut, ihr da, die Herren, ne? Putz Gott, ach, weg! Vielleicht. Geh jetzt weg von mir! Geh jetzt weg! Hört auf! Ja gut Leute, immer dass ich irgendwie so parke, ne? Das ist einfach toll. So, der Herr wird natürlich erstmal auf die Wache gekommen. Vom Richter vorgeführt natürlich, ne? So, der Donutüberfall ist hiermit beendet. Ich muss in die Zelle? Nee. Nichts. So, ja, ne? Ah, Zoll ist auch da. Perfekt. Gut, dass Sie da sind. Wir haben neue Erkenntnisse bezüglich des Drogenfalles. Finn Reinhardt hat sich mit Ihrem gefundenen Code befasst. Der war im Prinzip auch nicht schwer zu lösen. Hätte ich den vollständigen Code gehabt, wäre es natürlich schneller gegangen. Wie schon vermutet, markiert der Code einen Ort und der fehlende Teil vermutlich einen Zeitpunkt. Offenbar halten die Dealer das für die sicherste Art der Kommunikation, um nicht erwischt zu werden. Ich würde vermuten, dass dieses Prinzip nun auch schon länger prima funktioniert hat. Das würde unsere Vermutung bestätigen, dass wir es hier mit organisiertem Verbrechen in großem Stil zu tun haben. Fahren Sie jetzt dorthin und schauen Sie, ob Sie wieder Hinweise und am besten einen neuen Code zum nächsten Treffpunkt finden. Und das bitte in Zivil. Sie sollen kein Aufsehen erregen, falls die Subjekte noch vor Ort sind. Natürlich werden wir schon den Auftrag hier ablehnen. Damit müssen wir wieder auf Streifen fahren wollen. Achso. Hinten ist er. Ups. Halt, ich muss wieder schießen, tut mir leid. Nichts zu sehen, ne? Ihr wisst Bescheid. Gut, danke. So. Bei Ihnen ist alles gut?
Bei Ihnen ist alles gut, gell? Gut, alles klar, läuft. Okay, ja gut, okay. Wir haben jetzt, ja. Okay, erstmal das Brötchen hier schließen. Wir werden natürlich jetzt erstmal hier mit dem Auto ein auf Streife gehen, ne? So. Ja gut, wir werden das erstmal hier, wir haben einen Unfall mit Staubildung. Wir müssen schnellstmöglich eine Rettungsgasse bilden für das Rettungsfahrzeug. Die Zivilfahrer bekommen das nicht alleine hin. Hier Wagen 4, sind auf dem Weg. Wir sorgen dann mal für ein bisschen Verkehrssicherheit. Verstanden, Wagen 4. Bleibt aber höflich. Vorsehen! Wollen, ne? Das ist ein Zeitraum. Also, ja. Mal langsam geht man auf den Keks bei ihm, ne? Das wissen sie schon, ne? So. So. Wir müssen sie natürlich im nehmen, warum der Knie im Weg ist ja gut. So, das Auto wird natürlich abgeschleppt. Der Jäger. Ja, ne? Geil. Einfach wow. So, wir werden natürlich jetzt den Herrn zur Wache bringen und ja. So. Ja, den Täter haben wir jetzt schnell überführt. Warum er einfach mal ausweicht, ist zwar, keine Ahnung. Aber wie gesagt, entweder steckt er weiß ich gar nicht. Deswegen wäre das nicht mehr geschafft. So, daher, auf ihn wird einiges zukommen, ne? Strafkehr natürlich. Es wird wahrscheinlich strafmildern für sie ausgehen. Da sie nur Fahrflucht machen kann. Was aber bei ihnen verbirgt, ist die zweite Frage, ne? Ja, erstmal kriegt die Tür eine gelatscht. Wie geil ist das? Okay. So, Zelle zu machen. So. Raum. Und hier wieder auf Streife. Ja, du gut, das ging jetzt nicht so schnell. Ne? Wir wollen eigentlich auf Streife machen, aber irgendwie. Weiß ich auch, ja. Alles. Ja, der Herr. Alles klar, okay, wir wollen jetzt eigentlich. Wagen 11, bitte kommen. Wagen 11 hier, was gibt's? Bei dir in der Nähe gab es einen Unfall. Zwei Lastwagen sind beteiligt, zwei Lastwagen sind verletzt, aber Ladung auf der Fahrbahn.
Treffer erstmal. Zentraler Kanzler sind auf dem Weg. Das klang gerade, als hättest du Teddybären gesagt. Das ist korrekt. Okay. Also blinken, ne? Sollte auch ein Schild sein, ne? Vollbremsung, Dankeschön. So, wir werden natürlich. Lol, da rein. Fahrzeug. Das ist meine Frau. Hallo. Hallo. Ich komme gleich auf Sie zurück. Die Aktion ist wahr, ne? Okay, Profil niedrig. Das ist schon mal blöd. Laufen. Also, okay, zweites schon mal. Ich sag bloß nicht das dritte auf, ne? Okay, Leute, auf jeden Fall, Fußgeld hat sie schon mal. Warum? Das ist wegen. Hör jetzt auf und raus. Okay, Blinker. Licht ist in Ordnung. Blinker natürlich auch. Fahrtlicht ist natürlich auch in Ordnung. Dann wären wir erstmal hier vorne. Raus jetzt! So, ich mache jetzt zu. Ist mir scheißegal. So. So. Sorry Leute, Blinker. Fahrtlicht. So. Also Profil ist schon mal zu niedrig auf jeden Fall. Mal schauen, was hier alles noch abfährt. Frauenschuhe natürlich auch. Warum? Wollen die zocken oder so? Aber gut, okay. Öl haben wir auch da. Okay. Ja, aber mal gleich einen Schluck trinken, ne? Cola. Perfekt. Cola für den Feiern. Also, erste Hilfekasten ist schon mal abgelaufen. Das ist scheiße. Ja. Also erstmal wird ihnen jetzt ein Bußgeld verhängt, vielleicht, ja. Das wissen wir leider nicht, Gegenstand nicht verdächtig. Nicht verdächtig und nicht verdächtig, sehr gut, okay. Ja! Raus! So, wenn wir schnell die Kontrolle weiterführen, da werden wir erstmal mit der Dame reden, ne? Technische Menge, einmal. Ihr Reifenprofil ist zu niedrig. Ja, Sie haben recht. Ich wollte die Reifen noch diese Saison fahren. Hätte ich sie mal vorher ausgetauscht. Aha. Ihr Verbandskasten ist abgelaufen. Schon abgelaufen? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, hätte ich auch noch, ne? Zeigen Sie mir bitte Führer- und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an. So, Name passt, ja gut, Name passt. Führerschein ist noch, Passbild ist natürlich, passt. TÜV ist natürlich nicht abgelaufen, das ist perfekt. Natürlich wegen viel niedrigem Zeug, das ist halt leider Gottes so, ne? Also kriegen wir schon mein Geld, ne? So. Fahrerlaubnis ist okay. Modell. Wenn wir dann auch noch kombinieren. Marke in Ordnung. Und nochmal schön. Passt auch. Gut. Haben Sie etwas getrunken? Natürlich nicht. Ich komm sofort. Ja, sofort. So Leute, okay. Der Fahrer ist nicht getrunken. Ich muss Ihnen ein Bußgeld verhängen. Ne?
So, sie dürfen weiterfahren. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich hoffe, sie lernen draus. So. Auf jeden Fall, Leute, ich beende hier den Stream erstmal. Ich hoffe, wir sehen uns später wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, ich stecke hier wieder mein Bullenauto ein. Also da oder ein, natürlich, ne? Bullenauto voll. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Und was macht ihr hin? Alles klar? Okay, wieder besoffen. Also, ne? Dein ist wieder besoffen? Okay. Oder ich lasse den Verkehr fließen hier. Ich verabschiede mich hier mit. Schön, dass es euch gefallen hat. Auf jeden Fall. Schönen Abend, schönen Tag wünsche ich euch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei einer weiteren Folge von Autobahn, Polizeisimulator. An alle Einsatzfahrzeuge. Ein Fahrzeug ist an einer potenziellen Gefahrenstelle liegen geblieben. Kann